Meine lieben Zuschauer, mein Name ist Walle und ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Payback. Endlich Zahltag, Need for Speed 2017 ist endlich am Start. Wir starten also heute in die Karriere und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß, aber zwei Sachen möchte ich vorher noch loswerden. Erstens auf Englisch, aber das wird sich demnächst ändern, dann ist es auf Deutsch und bei euch wird es auch auf Deutsch sein, wenn ihr es in Deutschland kauft. Und zweitens die Geschwindigkeitsanzeige unten rechts im Bild, seht ihr gleich, ist Meilen pro Stunde, nicht Kilometer pro Stunde. Deswegen, falls ihr euch wundert, warum ich so langsam fahre, das sind Meilen pro Stunde. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei der Einleitung zu Need for Speed Payback. Ich freue mich sehr über Däumchen. Wir sehen uns gleich wieder. Not bad, Tyler, but you're still gonna lose. I already won. You just don't know it yet. First to the airfield wins. You didn't say nothing about roads. I'll be waiting for you guys at the garage. I thought this was supposed to be a friendly race. This is us being friendly. Last one washes wrapped cars. This is serious business. I haven't seen Max this excited since the Veneto job. Aren't you? Biggest job we've ever done? You bet I am. Time to kick this up a notch. Nice moves. Don't expect that to work next time. Always one step ahead, buddy. It's dumb, Morgan. You'll be driving the prize. You and your crew better pull this off. See, what did I say? Lena Navarro is the best damn fixer in Silverado. Yeah. I am liking how she sounds, Rav. You built this all yourself? Given enough time and attention, an artist can turn any pile of scrap into a supercar. Mm-hmm. Okay, guys. You know what we do now. Party? Practice. Let's roll. Better learn to handle it if you're gonna pull off this job. The prize car has double... Rap's right. Let's make sure you're ready for the heist. You got time to the race, Navarro. Your part's done. We'll handle the hard stuff. Und damit sind wir auch schon mitten im Game. Es geht nach Fortune Valley. Eine Stadt der Spieler, eine Stadt der Supercars, Tuning und... What are you gonna do when we make back? One thing at a time, focusing on the job. I've been busting my ass out here for 3 years. How fun would I be? I'm gonna fly in my dad's 65 Mustang,
fixed up like new, then put together the best drift film in 14 grams. Ja, okay, also das natürlich jetzt auf Englisch. Yes. How about you? Got some serious debts I'll finally get rid of. Might start my own shop with less. Die Jungs und Mädels reden darüber, was sie machen wollen. Aber das ist auf Englisch, wie gesagt. Sorry dafür, aber das wird sich in wenigen Parts dann ändern und dann spielen wir auf Deutsch weiter. Falls ihr kein Englisch können solltet. Oh, was haben wir denn da gesehen? Keine Crashcam. Das ist zum Beispiel was, was uns erfreut, würde ich sagen. Genauso wie der Klang in diesem Tunnel. I'm getting out of this hellhole. Where are you going? Up. What? Little Rock Stasis. You didn't grow up in the barrio. Tyler and I did. Wasn't all bad. Maybe who I am. My point exactly. Und Offroad geht's weiter und wieder zurück auf die Straße und ab über die Brücke. Ziemlich geiler Wagen, den wir hier fahren dürfen. Schöner kleiner Mustang. Ein bisschen modifiziert. Ja, also das ist alles noch Einleitung, deswegen quatschen die Jungs und Mädels auch echt viel. Da bin ich erstmal ein bisschen leiser. Aber ich denke, die Einleitung war schon sehr fett und wir haben gesehen, wir haben keine peinlichen Charaktere mehr, sondern... Wir haben wieder gerenderte Charaktere. Und da kommt Mac angeflogen. Ich finde diese Einleitung zum Spiel auf jeden Fall sehr schön actionreich. Es gibt natürlich auch die Straßenperspektive, es gibt eine Motor- und Perspektive, es gibt aber natürlich keine Cockpit-Perspektive. Passt aber auch nicht zu so einem Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich werde sie nicht vermissen. Hätte ich nämlich sowieso nicht benutzt. Passt meiner Meinung nach nicht zu so einem Spiel. So, wunderschöne Gegend auf jeden Fall, wo wir hier langfahren. You've got a nice stretch of road ahead. Push this thing as hard as you can. See if you can keep her under control. Da brauchst du mir nicht sagen, dass ich so hart pushen soll, wie nur geht. Hör mal, da bin ich schon dabei, Kollegin. Da bin ich schon dabei. Oh, da hat ein Snapshot gemacht. Snapshot. Ja, wir können auch Bilder teilen und all so ein Kram natürlich. Every gang in town with their hands on the prototype tech in that car. I'm sure. But they're not getting the car till I take a peek under that hood myself. I used up every favor and contact I have getting you into the driver's seat this way. You cannot fail. Guys, nothing to worry about. This crew right here, we're the best this city's ever seen. We pull this off, we become legends. Ich hoffe es. Sie reden über einen Prototypen, den sie, ne? Okay, aber wir haben es zur Stadt geschafft. Die lassen mich gar nicht zu Wort kommen. Fortune Valley. A gambler's paradise in the desert. You can buy anything here, even luck. Let the rich play with cards and dice. Those of us born in the shadow of the casinos, we take our chances at 100 miles an hour. Everyone in position? Jess? Standing by outside the circuit. Mac? Mac Attack is ready to roll. You named your truck the Mac Attack? She named herself. Raph, just get the car to me and I'll take care of the rest. Time to make us all rich, Tyler. I got eyes on the mark. The gambler's here. Well, look at that. It is a beautiful day for a race. I've got your head. 4-1 odds of taking first place. Now, I know this prototype won't let me down. The question is, can you handle her? Those electric motors and twin turbo V8 will give you a combined 1500 horsepower. Yeah, I can handle it. Woohoo! Good boy! You've done your homework. Now listen, second place doesn't get me Jack. Got it? You seem like a hot hand. Don't screw this up, all right, hotshot? Do you suspect anything? Not a thing. Da sage ich natürlich nicht nein, meine Freunde. Das wievielte Auto ist das, was wir jetzt fahren? Ich glaube, das fünfte oder sowas. Das hier ist ein Koenigsegg Regera. Raph's souped up Mustang doesn't even come close. Tyler, you're like a brother to me, but I hate you so much. Und ihr müsst dran denken, das unten rechts sind Meilen pro Stunde. Wir fahren also mal eben fast 300 gerade. Sehr, sehr geiles Auto. Also jetzt haben wir schon 5 verschiedene Autos gefahren und das ist so ziemlich das krasseste, was man überhaupt fahren kann. Ja, und eigentlich fahren wir für den guten Marcus Weir oder Wire. Aber wir wollen ja nicht das Rennen fahren, sondern wir haben natürlich unsere eigenen Pläne mit dem Auto hier. This is it, guys.
Don't mess this up. Wir haben unsere ganz eigenen Pläne mit diesem schönen, wunderbar geilen Kfz. Aber wir sehen auch schon ein bisschen was von der Stadt hier im Hintergrund, ja, von Fortune Valley. Ein kleiner Einblick in die Stadt. Und jetzt geht's auf die Mac Attack. Houston, we have liftoff. Jump a $2 million hypercar. Check, genau. Can I mention again how much I hate you? That's our paycheck you're driving, Morgan. Get that car to wrap. So, da haben wir mal eben einen Prototypen Königsegg-Regera geklaut. Da wird sich der gute Markus natürlich nicht drüber freuen. Und die Cops sind auch schon alarmiert. Ja, der Wagen ist ein bisschen was wert. Ja, also da seht ihr jetzt auch schon mal so ein bisschen was von der Stadt hier. Da werden wir natürlich noch viel unterwegs sein. Aber das hat man halt bisher vorher noch nicht so viel gesehen, das Gameplay aus der Stadt. Sehr geil. Beleuchtet, Casinos, breite Straßen. Markus will das Auto wieder haben. Ich weiß nicht, warum er nicht will, dass wir das klauen. Mir gefällt der Regera. Ich würde ihn gerne behalten. Dankeschön. Jess, where are you? Hold on. Jess? Got your back, big guy. So, und da kommt Jess zur Hilfe. Das ist nämlich auch ganz cool. Wir wechseln also während dem Spielen so ein bisschen wie bei GTA ab und zu die Charaktere. Wir haben ja Jess, Mac und Tyler. Die haben wir ja schon kennengelernt. Und während also Tyler jetzt gerade den Regera in Sicherheit bringt, kümmert sich Jess hier um die Cops. Jawohl, weg mit dem Kollegen. Übrigens auch dazu, diese Crashcams sind sehr selten und man kann sie vollständig deaktivieren, ja. Beim zweiten zum Beispiel kam ja gerade schon keine mehr. Also, ja. So, wir müssen nach rechts. Sehr gut. Okay. Ja, und dann sind wir mal eben im BMW unterwegs, jetzt mit Jess eben. Die kümmert sich um die Cops. Also, ich finde das ganz geil gemacht, auch diese Wechsel zwischen den Charakteren. Mir macht das Laune, ich habe richtig Bock drauf und ich denke, euch wird das auch gefallen, ganz ehrlich. Payback wird ein gutes Spiel. Also ich freue mich sehr auf dieses Projekt. So, also eine heiße Verfolgungsjagd hier durch die Stadt. Die Straßensperren, muss ich sagen, sind ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, warum die solche komischen Straßensperren machen, die nur auf einer Hälfte sind, aber... Na gut, die Cops werden sich schon was dabei gedacht haben. Da kann man nämlich dann immer schön links vorbei und rechts vorbei und links vorbei. Also von mir aus könnten sie ruhig auch die Straßensperren über die ganze Breite machen, aber dann halt so, dass man auch durchbrechen kann. Yeah, we got this. Ach ja, hat hier irgendwer Realismus erwartet? Nee, oder? Diese Sprünge sollte man in echt mit so einem Auto wahrscheinlich nicht machen, aber ich find's cool. Es bockt einfach, Mann. Es ist actionreich und... Da stört mich das nicht, dass das nicht realistisch ist. Tyler Morgan, 23 years old, mother Sylvia Morgan, father unknown, so sad, 6 months in juvenile forensic driving. I'm the best racer in town in one of the fastest cars in the world. Good luck catching me. You don't want to roll that dice with me. Ja, also er ist immer noch pissed, weil wir sein Auto geklaut haben. Tut mir leid, der Regera ist so schön. What the hell? What's going on? I'm on my way. Rav. I saw them take that car. Thank you, officer. What have you done? Didn't Rev tell you what's under that hood? My buyers are paying a fortune for it. You'll never get away with this, Navarro! The cops are on their way. The house sends their regards. Hey, what happened here? Navarro. Mac, get him help. I'll draw the cops. But go! Tja, es kommt erstens anders und zweitens als man denkt. Und damit sind wir bei Auto Nummer 6, Nummer 7, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen im Nissan Skyline. Was eine Einleitung zu diesem Spiel, oder? I brought Navarro on board. This is on me. Just get Mac and Rav to safety. I've got a police scanner and Rav's GPS tracker. At least let me help you. Head towards the spillway, but gotta hurry. Cops are locking down the sector. So, ich wollte auch mal ein bisschen die Motorraumperspektive zeigen. Da kommen auch schon wieder Cops. Und wir sind jetzt hier mit dem Skyline. Ah, böse Kante. Aber selbst hier habt ihr gesehen, keine Crashcam, meine Freunde. Keine Crashcam. Oh, du Heiliger, meine Güte, ich freue mich. Ich freue mich, dass es selbst im finalen Spiel jetzt also nicht diese ständigen, nervigen Crashcams gibt. Aber ich fahre trotzdem überall gegen. Können wir da bitte kurz? Danke. Einmal hier. Dankeschön. Und hier wieder diese wunderbaren Straßensperren, wo sie immer so schöne große Lücken drin lassen. Ich weiß nicht warum. Aber okay, ist ja nett von ihnen. Und dann sind wir im nächsten geilen Auto unterwegs. Was eine Mischung, oder? Skyline, Regera, Mustang, nur den geilsten Scheiß am Start hier.
So, und wir locken jetzt also die Cops weg. Man muss sich natürlich bei jedem neuen Rennspiel erstmal ans Handling gewöhnen. Auch hier muss man erstmal warm werden mit. Ich empfehle das Spiel mit dem Controller zu spielen. Tastatur geht, Lenkrad ist nicht so geeignet, also ich würde empfehlen Controller. Und man muss sich natürlich erst ans Handling gewöhnen, ja, deswegen fahre ich auch noch so ein bisschen wie eine besoffene Oma. Aber ich sag mal so viel, das Handling ist 100% besser als im letzten Teil, mindestens. Ich finde das Handling eigentlich ziemlich geil sogar, es lässt sich gut steuern. So ein bisschen vergleichbar mit Hot Pursuit 2010. Ah, der Sound im Tunnel, so gefällt mir das. Oh, da habe ich den Checkpoint verpasst. Nicht gut, nicht gut. Einmal wenden, bitte. Oh Gott, da kommen die ganzen Cops angeschossen. Okay, einmal links abbiegen, bitte. Dankeschön. Und Vollgas und weg hier. Eieiei, was ein actionreicher Start, meine Freunde. So sollte man Payback starten. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Wir sind jetzt erstmal entkommen. Und wir sehen uns wieder im zweiten Part. Euer Walle. Where's the car? Lena Navarro. She played us both and took it for the house. Did she? You're useless to me. Enjoy prison. Although, you'll want revenge. So will I. Yeah, this'll work. You'll be the ace, but I'm the one who holds the cards. What are you talking about? Hear that? Cops are almost here. Go to jail or work for me. Eat, sleep, drive when I say. And when the time is right, you get what you want. Do I have a choice? There's always a choice. Get in. Like